So, zweihändig klappt das, glaube ich, besser. Ja. So. Das ist eine interessante Taktik. Oh, da liegt was. Noch ein Drachenamulett. Hm. Also jedenfalls die interessante Taktik, den Keulenfuzzi loszuwerden. Au. Das macht ihm Schaden. Das macht ihm noch mehr Schaden. Ah, das wird nachher sehr lustig. Mal sehen, ob wir in dieser Aufnahmesession noch dazu kommen. Ich kann ja mal ein Summarum machen, was noch zu tun ist. Wir haben jetzt noch eine kleine Nebenquest. Du bist ja wieder da. Au. Und ziemlich aggressiv diesmal. Ja, wir haben noch eine kleine Nebenquest, um die ich mich gerade kümmere. Oh. Dann haben wir den Endfight, der danach kommt. Und dann müssen wir uns noch um den Magier in Aldias Festung kümmern. Ah. Das können wir allerdings erst nach dem Endkampf machen. Und ja, wir haben in Dark Souls 2 die Möglichkeit, erst später ins New Game Plus zu gehen. Also theoretisch könnte man das schon vor dem Endfight machen, aber dazu müsste man halt besagte Personen umbringen, die er tot sehen will. Ich nehme lieber den friedlichen Weg und lasse sie leben und lasse sie mir die Gegenstände geben. Unser aktuelles Ziel ist ja Kale, der Kartograf. Und er gibt uns halt seine Set nur, wenn... Achso, du stehst da unten, ja. Gibt uns sein Set halt nur, wenn wir... alle Flammen angezündet haben. Und die letzte Flamme ist halt der Endboss. Also der Final Boss des Spiels. Deswegen, wenn wir die Flamme angezündet haben, gibt er uns seinen Helm. Und mit dem Helm können wir in der Quest weitermachen. Ah, du bist wieder da. Das war nicht sonderlich helle. Das war volle Kanne daneben. Das war jetzt getroffen. So. Das gibt's doch nicht. Irgendwann musst du ja mal despawnen. Genau wie du und dein Kumpel.
Okay, du gehst in die Defense. Wow, das hätte jetzt fast Win-Win sein können. Ist es aber zum Glück nicht geworden. Man merkt, ich habe viel zu viele Lebenspunkte. Mein Estus-Flakor heilt nicht mehr ordentlich. Wie viel habe ich denn mittlerweile? Oh, 1800. Ja, der Estus-Flakor heilt so 800, glaube ich. Und ja, wenn ich Glück habe, kriege ich die ganzen Sachen noch unter einen Hut in der nächsten Aufnahmesession. Wenn nicht, dann mache ich sie etwas länger. Mache ich die nächste Aufnahmesession vielleicht auch 2 Stunden lang. Oh, er ist despawned. Gut, also er spawnt nicht mehr. Ah, er spawnt aber noch. Und er ist hammerhart. So. Danke für deinen Tod. Wow, der hat Reichweite, ey. Das war jetzt haarscharf. Jetzt aber. Gucken wir mal, ob sie die Spawns sind jetzt alle oder ob ich die da oben nochmal einmal töten muss. Naja, ich glaube, den Schwertträger muss ich mindestens noch einmal töten. Weil ich ja vorhin ihn einmal nicht töten konnte wegen dem Phantom. Jo. Er ist weg. Fehlt nur noch er hier. Nicht so gut. Und weg. So. Da kann ich mich ja schon mal jetzt vorbereiten. Die Aufnahmesession geht noch knapp 5 Minuten. Mal sehen, ob ich das, was ich gerade vorhabe, da noch schaffe. Ich hätte gerne Blitzschweiß. Ich habe den besten Feuerquarzring, den ich haben kann. Habe ich. Oh, ich muss natürlich auch Blitzschweiß auch einstimmen. Und ich brauche natürlich auch
meine Flamme dazu. Hi Jungs. Die kann ich auch gleich mal ausrüsten. So, der ist auch weg. Gut. Hier ist nämlich niemand mehr, der irgendein Problem mit mir hat. Ja, ich will nämlich jetzt den Drachen töten. Dieser Drache ist nämlich nicht richtig echt. Er ist komisch jedenfalls. Oh, ich sollte natürlich auch den richtigen Ring ausrüsten. So. Und ihn ordentlich wütend machen. Oh, ich habe ihn zu wütend gemacht. Boah. Ernsthaft? Das macht nur noch so wenig Schaden. Im Original Dark Souls 1 war das nämlich... Instant Kill. So, jetzt gehe ich mal etwas auf Abstand. Oh. Und taunte ihn mal. Ne, da macht er das. Und normalerweise, wenn ich bei seiner Pfote bleibe, bringt er mich um, ja. Gut zu wissen. Das ist neu, allerdings. Ja, gut. Bin gestorben. Macht nichts. Ihr habt gesehen, worauf ich hinaus will. Da die Aufnahmesession jetzt eh am Ende ist, eigentlich fast schon. Ja, würde ich sagen... Machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ich reise jetzt nicht nach Majula zurück, weil das bringt nicht wirklich was. Und ich bleibe in der Hollow-Form, weil ich habe mal gelesen, in der Hollow-Form macht er einem nicht mehr so viel Feuerschaden. Wobei das eher ein Witz ist, was er da gemacht hat. Ich meine, im Original, da, also ich habe ihn schon mal in Scholar of the First Sin besiegt. Ja, da hat er aber mehr Feuerschaden gemacht, definitiv. Das hier ist jetzt einfach nur ein Witz, was er anstellt. Im Originalspiel war dieser Flammenangriff, der fast keinen Schaden gemacht hat, immer Instant Kill. Also, der hat einen umgehauen und dann ging er so lange, dass er einen getötet hat. Weil man nochmal aufgestanden ist mit einem Flammenmeer. Aber gut. Ich mache jetzt hier einen Cut und dann gucken wir, dass wir in der nächsten Aufnahmesession dieses Spiel beenden. Also, bis dann.